Ja, einen herzlichen guten Abend. Ich begrüße Sie hier recht herzlich im Audimax der Humboldt-Universität. Das ist für uns ein interessanter Moment, weil gerade erst vor 3 Monaten hier in einer geschlossenen Runde der Präsident von Chile, Sebastian Piñera, geredet hat. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass die Humboldt-Universität uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Mein Name ist Malte Daniljuk. Ich bin Referent für internationale Politik und soziale Bewegungen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und wir haben ungefähr zum gleichen Zeitpunkt in Chile angefragt, ob wir Vertreter der Studierendenbewegung hier einladen können. Und wir sind wirklich sehr froh, dass diese Rundreise zustande kam. Heute ist die letzte öffentliche Veranstaltung in einer ganzen Reihe von insgesamt 13 in den letzten 10-12 Tagen. Insofern hatten wir ein sehr anstrengendes, aber auch sehr erfolgreiches Programm. Eingeladen haben wir gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und haben in den letzten 2 Wochen eine Reihe von Veranstaltungen mit Unterstützung verschiedener Studierendenorganisationen, der Gewerkschaften, IG Metall, Nahrung, Gaststätten, Genussmittel und viele andere gemacht und da vielleicht ein bisschen die Breite des sozialen Bündnisses nachempfunden hier in Deutschland, die uns im letzten Jahr bei den Kämpfen der Studierenden in Chile so sehr beeindruckt hat. Das letzte Jahr 2011 war ein besonderes Jahr, ein historischer Moment. Er begann schon im Dezember 2010 mit den Protesten, Unruhen, den Kämpfen in Tunesien. Ich denke, Sie alle haben ungefähr den Überblick, wie sich die Situation danach weltweit entwickelt hat, besonders in Nordafrika, aber auch in Europa. Gerade gestern war der Generalstreik in Griechenland, einer von vielen Generalstreiks gegen die Austeritätspolitik der Europäischen Union. Und ein Punkt, der uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung besonders an den Kämpfen in Chile interessiert hat, ist, dass es Auseinandersetzungen waren, die sich von Anfang an um die Frage der Grundversorgung der öffentlichen Güter drehten. Kämpfe, die hier lange in den Hintergrund getreten waren, nachdem in Deutschland wie weltweit in den letzten 20 Jahren eine massive Welle von Privatisierungen stattgefunden hat. Egal, ob es Wasser, Elektrizität, Bildung oder Gesundheit betraf. Diese Phase des Neoliberalismus scheint in irgendeiner Form an ein Ende zu stoßen, zusammen mit einer Weltwirtschaftskrise, die sich jetzt seit dem Jahr 2007 entwickelt. Und ich denke, das Besondere für uns an Chile war, dass wir gesehen haben, wie sich eine große gesellschaftliche Mehrheit für soziale Rechte eingesetzt hat, übergreifend über verschiedene Parteien und soziale Bewegungen. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt kurz vorstellen kann, obwohl es eigentlich sicherlich nicht mehr notwendig ist, Camila Vallejo, Vizepräsidentin der Studierendenvereinigung der Universität von Chile. Außerdem ist in der Delegation die Ex-Präsidentin der Studierendenvereinigung von Concertación, Carol Cariola. Carol ist außerdem seit Herbst Generalsekretärin der Juventudes Comunistas de Chile, JOTA. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir bei der Rundreise auch einen Vertreter des größten chilenischen Gewerkschaftsdachverbandes Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, begrüßen dürfen, Jorge Mohr. Da unser Zugang ist, dass diese Kämpfe natürlich nicht nur in Deutschland stattfinden, haben wir für die Studierenden eingeladen, die Geschäftsführerin des Sozialistischen Deutschen Studentenverbandes Die Linke, Paula Rauch, zu meiner Rechten. Und natürlich den Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, Andreas Keller. Andreas ist Vorstandsmitglied für den Bereich Hochschule und Forschung. Applaus
denke, wir werden den Abend jetzt nutzen, um erstmal eine Stunde von den verschiedenen Eingeladenen hier auf dem Podium relativ kurze Statements von erst ungefähr 10 Minuten zu den verschiedenen Fragen zu bekommen, einen Überblick über die Kämpfe des letzten Jahres in Chile und den Hintergrund, um dann noch einmal in eine Fragerunde reinzugehen, wo, glaube ich, hauptsächlich Andreas und Paula noch mal mit Fragen nachhaken werden, um dann am Ende das noch mal ans Publikum zu öffnen. Und damit will ich eigentlich beginnen. Camilla, wir haben hier wahrgenommen, dass die Proteste, die Studierendenbewegung in Chile im letzten Sommer, im chilenischen Frühling, im April, Mai ungefähr begonnen hat. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie der Ablauf war und was der sozialpolitische, aber auch der historische Hintergrund eurer Kämpfe ist? Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Veranstaltung hier. Herzlichen Dank an die Rosa-Luxemburg-Stiftung, an die GEW für die Organisation dieses Treffens hier. Ich möchte ebenfalls auch euch, Ihnen allen, für das Hiersein danken, denn wir sind natürlich keine komplette Delegation. Es ist auch sehr schön, dass wir einen Querschnitt haben. Oftmals wird es ja so, dass nur Studentenvertreter vorgestellt werden und dass andere Bewegungsströmen völlig hinten runterfallen. Insofern bilden wir einen guten Querschnitt. Ja, wie ist das Ganze passiert? 2011, was ist passiert? Wo hat das Ganze begonnen? Sie wissen ja alle, dass 2011 eine sehr breite Bewegung stattfand in den Straßen. Mehr als 1,5 Millionen Menschen gingen auf die Straßen und Millionen von chilenischen Familien unterstützen diese Bewegung. Es gab wirklich auch eine starke Unterstützung in der breiten Schicht der Bevölkerung. Mehr als 90% der Bevölkerung standen dahinter. Aber das Ganze hat natürlich nicht erst 2011 begonnen. Nein, es gab bereits vorher Studentenbewegungen vereinzelter Art. Es ist eine Bewegung, im Prinzip das Ergebnis einer breiten und lang angelegten Bewegung darstellt. Das heißt, es gab einen Prozess, der in Gang gesetzt wurde, weit vorher. Und das Ganze begann mit dem Bildungsproblem, mit dem Problem im Bildungssektor. Es haben sich also schon bereits seit vielen Jahren Studenten organisiert. Es gab eine Art organischer Reifeprozess innerhalb der Organisation. Und das Ganze wurde auch auf soziale und Umweltaktivitäten ausgeweitet. Im Bereich Bildung. In den 90er Jahren, ab 1998, da gab es bereits also Protestbewegungen. Man versuchte sich an einigen Universitäten zu organisieren. Also, und bereits vor der Militärdiktatur gab es Bewegungen. Und sie kamen sozusagen wieder aufs Neue zum Leben. Man begann zu diskutieren, was passiert, was geht gut, was läuft nicht gut, was passiert mit einem öffentlichen Bildungssektor, wo liegen die Probleme? 2005 bereits gab es im Hochschulbereich eine Bewegung mit dem Finanzgesetz, das verabschiedet wurde. Und dieses neue Finanzgesetz 2005 verschärfte die Ungerechtigkeiten im Bildungssektor. Und dann gab es ein weiteres Gesetz, ein Verfassungsgesetz, das verabschiedet wurde. Und 2006, da haben Sie ja vielleicht durch die Medien erfahren, da gab es die Pinguin-Revolution. Das heißt, die Schüler aus der Sekundarstufe mobilisierten sich. Und es ging um die Frage, wie finanzieren wir Bildung? Und nicht nur das, sondern wie reformieren wir die Strukturen? Und auch die Frage des Gewinnstrebens im Bildungsbereich wurde gestellt. Die Regierung gab also sehr unzufriedenstellende Antworten und Tausende von Studenten aus der Sekundarstufe, Schüler also, mobilisierten sich. Dann begannen auch 2008 und 2009 einen großen Nationalkongress, einen Bildungskongress. Und dort wurden nicht nur von Universitätsstudenten diskutiert oder Schülern, nein, da gab es also auch Professoren, Lehrer, die daran teilnahmen und auch Arbeiter aus dem Bildungsbereich im weitesten Sinne.
Das heißt, wir stellten eine gemeinsame Diagnose des aktuellen Problems und stellten fest, wir haben ein Problem. Und all das hat dazu geführt, dass im Jahr 2011 diese Bewegung stattfinden konnte. Diese Bewegung konnte also nur mit all den vorhergegangenen Etappen überhaupt erst lanciert werden und stattfinden. Das heißt, wir wollen sagen, dass das Bildungssystem, das also auf Gewinnstreben ausgerichtet ist, keinen Erfolg hat. Das ist die Botschaft, die wir bringen. Es gibt ja unmittelbare Auswirkungen auf den Bildungssektor, wenn alles nur an Finanzen und Gewinnstreben ausgerichtet wird und wenn man also die Freiheit des Unternehmens über die Bildungsprämisse stellt. Der Haushalt im öffentlichen Bildungswesen wurde immer weiter in Richtung privaten Sektor verlagert. Und das Ganze wurde noch verschärft durch dieses neue Verfassungsgesetz und durch diese Krise. Und alle Akteure im Bildungswesen bekamen das zu spüren. Privatisierung von Schulen, schlechte Bildung, Verschuldung der öffentlichen Bildungseinrichtungen, schlechte Ausbildungsprogramme für Lehrer und dass man also den Bürger nicht zu einem kritisch denkenden Wesen erziehen wollte. Also auch die Inhalte der Bildungsprogramme wurden stark in Frage gestellt. Das ist also die Tatsache. Bildung wurde also als Marktware angesehen und nicht als Errungenschaft, nicht als öffentliches Gut, das man also gratis und in guter Qualität allen zur Verfügung stellen muss. Es wurde alles am Marktmodell, an neoliberalen Strukturen ausgerichtet. Diese Fragen haben dazu geführt, dass wir auch einen Vorschlag erarbeitet haben. Wir wollen ja etwas entwickeln, wir wollen ja etwas schaffen. Wir wollen also die Hegemonie des Marktes beenden. Und die ist ja sowohl im Bereich der privaten Bildung als auch der öffentlichen Bildung spürbar. Bildung ist kein Gut, kein Konsumware, sondern ein universales Menschenrecht für alle. Und sie muss von guter Qualität sein und kostenlos für alle. Das ist unsere Forderung. Der Staat, der neoliberale Staat, muss geändert werden. Er muss ein Staat werden, der diese Rechte auch zu garantieren vermag. Es ist ein grundlegendes Recht für alle und das darf nicht privatisiert werden. Und damit begann sich die Bewegung zu politisieren. Es gab keine politischen Forderungen. Wir hatten wirklich ganz einfache Forderungen. Zum Beispiel die Frage der Verschuldung von Studenten, die Frage der Stipendien. Das betrifft ja alle Familien, das betrifft ja die gesamte Gesellschaft in Chile. Denn mit dem Lohn, der in Chile für eine Familie überhaupt zur Verfügung steht, ist es unmöglich, die Studiengebühren zu bezahlen für eines der Kinder. Man muss für alles bezahlen, das muss man sich mal vorstellen, für alles. Und eine komplette Familie verschuldet sich für ein Studium. Das ist also eine Tatsache und damit waren nicht nur Studenten involviert, sondern auch die Familien, die Gesellschaft. Außerdem kritisierten wir die schlechte Qualität des Systems. Außerdem ist es ungerecht, die Chancen sind ungerecht verteilt. Es ist ein segmentierendes System. Und auch dieses Gewinnstreben ist ein Problem. Die Familien müssen sehr viel Geld bezahlen. Und dann haben wir festgestellt, dass mit Bildung spekuliert wird. Es wird gehandelt. Es ist eine Handelsware. Unser Bildungsminister, der im Übrigen auch Mitglied von Opus Dei ist, und natürlich hat er seine wirtschaftlichen Interessen vorne angestellt. Und natürlich ist mit dieser Feststellung auch logisch, dass materielle, ökonomische Interessen im Bildungssektor in Chile an der Tagesordnung standen. Das ist wirklich etwas sehr Normales und das passiert im Übrigen insgesamt in der Regierung, nicht nur im Bildungsministerium. Das heißt, es wird als Ware gesehen. Das heißt, Gewinnstreben, diese Forderung steht im Raum. Und nicht nur im Bildungswesen. Nein, es betrifft ja das Herzstück der Gesellschaft. Es betrifft das ganze Leben auf allen Ebenen. Das heißt, es betrifft alle Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, auch nicht nur die Bildung. Und damit wurde es politisch.
Es waren nicht mehr nur Studenten, Lehrer, Professoren, es waren Arbeiter, Familien und auch Gewerkschafter. Alle schlossen sich dieser Bewegung an. Dann wurden verstärkt Forderungen nach einer kostenlosen Bildung laut. Eine sehr stark formulierte Forderung, das heißt, Bildung sollte nicht nur für ganz Arme gratis sein, sondern für alle Chilenen. Dann sagte man, das geht nicht, wir haben keine Einnahmen, wir können keine kostenlose Bildung anbieten, wurde uns als Antwort gegeben, denn wir haben das Geld nicht zur Verfügung. Dann haben wir uns das Wirtschaftssystem angeschaut und haben festgestellt, dass es durchaus eine Lösung geben könnte, denn man muss ja auch diesen Vorschlag in irgendeiner Weise finanzieren können, wenn man ihn macht. Natürlich wollen wir nicht, dass es einmal finanziert wird und dann bleibt es dabei. Wir wollen etwas Progressives, auf Dauer angelegtes erreichen. Und das muss natürlich bezahlt werden. Das ist ja auch hier in Deutschland so. Und wir stellten fest, dass das Steuersystem in Chile wirklich einzigartig in der Welt ist, denn dank dieses Systems zahlen große Unternehmen fast keine Steuer. Und dann haben wir gesagt, natürlich, also dann müssen wir zunächst erst einmal eine Steuerreform durchführen und mit den Einnahmen können wir dann auch kostenlose Bildung für alle anbieten. Es war also nicht nur diese einzige Forderung nach kostenloser Bildung, sondern Forderung nach Demokratie insgesamt. Natürlich, es gab keine Antwort auf diese Forderung. 80% der Bevölkerung unterstützten diese Forderung und ungeachtet dessen gab die Regierung keine Antwort. Das heißt, wir waren gegenüber einer starken Mauer und nichts passierte. Und dieser antidemokratische Charakter des Systems blockiert alles und macht Dinge schwer umzusetzen. Auch im Parlament ist das festzustellen, auch in der Politik. Und dann gab es sozusagen die Feststellung, das politische System ist ebenso starr. Und also müssen wir das politische System verändern. Das heißt, wir müssen eins nach dem anderen reformieren. Es gab andere Forderungen, zum Beispiel gab es auch Protestbewegungen gegen Wasserkraftwerke, gegen Wärmekraftwerke. Das heißt, diese Bewegung, alle diese einzelnen Bewegungen wurden zusammengeführt und im Prinzip ging es im Großen und Ganzen um die Wiederaneignung von öffentlichen Gütern, von demokratischen Rechten. Wir wollten zeigen, dass wir uns mobilisierten, um zu fordern, kostenlose Bildung für alle. Nein, wir wollten zeigen, dass es eine breit angelegte Bewegung ist, die alle Themen umfasst. Es geht hier nicht um eine Studentenbewegung, nein, es ist eine soziale Bewegung. Und in dem Moment, wo breitere Bevölkerungsschichten daran teilnahmen, war es keine Studentenbewegung mehr. Und das ist ja auch gut so, es betrifft ja auch alle. Es gab auch religiöse Strömungen. Was haben wir erreicht? Also wir haben zunächst erst einmal erreicht, das zu thematisieren, dass wir also der Hegemonie des Marktes in allen Lebensbereichen ein Ende bereiten wollen. Und außerdem haben wir eine neue Form politische Aktion, eine neue Form der politischen Kommunikation ins Leben gerufen. Das heißt, unsere politische Praxis haben wir sozusagen eingefordert, denn neoliberale Marktstrukturen erlauben es uns nicht, unsere Form der politischen Aktion zu praktizieren. Es geht ja auch nicht nur darum, politische Macht zu haben, sondern auch um Kommunikation. Auch hier gibt es Hegemonie. Das heißt, wir haben Medien, der Staat lenkt diese Medien und natürlich macht es das sehr schwer, auch mit unseren Themen durchzukommen. Das heißt, alle Hauptplätze, alle Hauptnachrichtensendungen sprechen von einem Thema. Das ist also oft auch monopolisiert von den großen Medien. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt erklärt doch mal den Leuten, wo liegt das Problem des Bildungssystems und bitte in verständlichen Worten für die einfache Bevölkerung. Das heißt, die Information, die über die staatlichen Sender lief, war oftmals ganz anders und anderen Inhaltes als die, die wir auf der Straße untereinander austauschten. Die
Man hat uns natürlich auch in den Medien negativ dargestellt, hat oberflächlich falsch berichtet und darum geht es aber. Wir wollen uns ja auch diesem ideologischen Kampf und der Diskussion mit der Rechten stellen, aber das braucht natürlich auch gleichberechtigten Zugang zu Kommunikation. Und was passiert denn in den Ländern? Die Jugendlichen sagen doch überall, Politik, das interessiert uns nicht. Wir glauben nicht an Politik, wir glauben nicht mehr an die Politiker und dass sie überhaupt etwas ausrichten können. Und das verstärkt ja die Krise, die wir überall erleben, noch zusätzlich. Das heißt, etwas, was schlecht gemacht wird und das festzustellen, ist die eine Sache und dagegen etwas zu tun, ist die andere. Wir haben versucht, gegen dieses Antidemokratische vorzugehen und wir haben gesagt, wir wollen, dass Politik wieder auf die Straße muss, dass Politik in die Familien zurückkehren muss. Wir sind jetzt nicht Politiker, um Politiker zu sein, sondern wir wollen das Ganze in den Alltag, in die Gesellschaft wieder hineintragen und wollen sozusagen auch den öffentlichen Raum wieder zurückgewinnen. Das heißt Straßen, Plätze, Schulen, damit auch im öffentlichen Raum eine öffentliche Debatte stattfinden kann. Denn der öffentliche Raum ist ja etwas ganz Wichtiges, um uns sich zu treffen, um sich auszutauschen, um auch die Vielfalt der Meinungen zuzulassen und auch um behaupten zu können, repräsentativ zu sein für eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft. Das heißt, Plätze und Straßen sind wichtig, öffentliche Plätze. Es ist ja auch, gab ja auch spontane Bewegungen, diese öffentlichen Plätze zu besetzen. Und es gab Bürgerversammlungen. Das ist also etwas Neues. Ganz spontan haben sie sich gebildet. Zu Zeiten der Militärdiktatur hat man ja es fast geschafft, sämtliche Strukturen der Bürgerbewegung und der Bürgerorganisationen zu zerschlagen. Aber plötzlich gab es wieder diese Bürgerversammlungen. Wir begannen wieder uns miteinander zu treffen auf öffentlichen Plätzen und nicht nur Studenten in ihrer Universität und die Arbeiter in ihren gewerkschaftlichen Strukturen. Nein, es gab eine Mischung, Studenten, Lehrer, Arbeiter, Hausfrauen, Kinder, alles. Und das in öffentlichen Räumen. Und es ging nicht nur darum, festzustellen, was nicht gut lief, sondern auch um Vorschläge zu erdenken und zu erarbeiten. Das ist natürlich nicht so einfach. Eine Studentenbewegung, die eine kostenlose Bildung fordert, das ist ja ein konkretes Ziel, ein Typ von Menschen, das ist etwas leichter. Aber wenn man weitergeht und sagt, wir sind gegen Hegemonie, wir wollen die Kulturhegemonie, die Politikhegemonie und die Markthegemonie abschaffen und das mit allen Bevölkerungsschichten, dann wird es schwieriger. Denn unsere Forderungen sind ja natürlich sehr breit angelegt und man muss ganz konkrete Forderungen daraus ableiten, wie zum Beispiel, wir fordern die Steuerreform, wir fordern dies und jenes. Wir haben natürlich nicht alles erreicht, aber wir haben es geschafft, dass die Menschen sich darüber bewusst geworden sind, dass etwas passieren muss und dass sie begonnen haben, darüber nachzudenken. Denn beim Gedenken beginnt ja alles. Wenn die Menschen alle denken, es ist gut, wenn man für Gesundheitswesen bezahlen muss, es ist normal, dass die Universität kostet und wenn man sich damit begnügt und sich zufrieden gibt, dann wird man natürlich nichts verändern. In dem Moment, wo also ein Bewusstseinsprozess einsetzt, da kann das Ganze dann auch Raum gewinnen. Das heißt, das ist die wahre Errungenschaft dieser Bewegung, strukturelle Dinge fordern und sich darüber klar werden, dass wir strukturellen Wandel brauchen. Und auch für das Mapuche-Volk zum Beispiel, für Minderheiten in unserer Bevölkerung, sie waren ja aktiver Teil unserer Protestbewegung. Ja, noch etwas möchte ich sagen. Ich möchte noch etwas sehr Wichtiges sagen. In Chile, wir haben keine vorrevolutionäre Situation. Nein, das ist wichtig zu betonen. Aber wir haben es geschafft,
das neoliberale Modell zu schwächen. Das heißt aber nicht, dass es verschwunden ist. Nein, die kapitalistische System erlebt eine Krise, aber das heißt natürlich nicht automatisch, dass die Krise dazu führen wird, dass dieses Modell verschwinden wird. Nein, denn man kann ebenso durch eine Krise dazu übergehen, dass man dieses schlechte Modell versucht zu perfektionieren, zu verbessern. Das ist ja das, was in Europa geschieht oder der Ansatz, der verfolgt wird. Das heißt Privatisierung allenthalben und nicht nur im Bildungsbereich. Ich denke, das ist wichtig zu sagen, damit man das Modell zerschlagen kann, muss man etwas tun. Man darf nicht denken, jetzt haben wir eine Krise, das wird sich alles schon irgendwie von allein regeln. Nein, wir müssen wirklich vom Reden zur Tat schreiten und das in allen Bereichen. Das wollte ich Ihnen doch als Letztes mit auf den Weg geben. Vielen Dank. Daran anzuknüpfen. Ein Punkt, der relativ häufig ist, den wir in verschiedenen Auseinandersetzungen in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, ist, dass einzelne soziale Bewegungen teilweise jahrelang vor sich hin kämpfen. Sei es in Auseinandersetzungen gegen Großprojekte, Energiegroßprojekte, die Kämpfe um Wasser. Ich glaube, auch in Chile hat die Bewegung um soziale Rechte, Gay-Bewegung eine Rolle gespielt schon vorher. In vielen Sektoren die einzelnen sozialen Bewegungen, die außerparlamentarisch aktiv sind. Ein Punkt, der, glaube ich, besonders war und auch in Chile innerhalb der traditionellen politischen Klasse zu sehr starken Kontroversen geführt hat im Sommer, war die Beteiligung des Gewerkschaftsdachverbandes CUT an den Mobilisierungen und schließlich auch die Entscheidung, einen Generalstreik im Sommer durchzuführen, also im August. Jorge, kannst du uns kurz erklären, wie der Diskussionsverlauf im Vorstand des Gewerkschaftsdachverbandes war und was die Argumente waren, sich so eindeutig in diesen Kämpfen zu beteiligen? Uno, dos, probando. Ja. Bueno, buenas tardes. Ja. A todos y a todas. Schönen guten Abend Ihnen allen. Kameradinnen und Kameraden, ich möchte natürlich, bevor ich hier beginne zu sprechen, Grüße versenden. Ganz herzliche Grüße von allen Arbeitern, Arbeitnehmern, denn wir haben es geschafft, uns gegen dieses System zu wenden, das uns die Löhne im öffentlichen Bereich immer noch weiter kürzt. Ja, wir haben es geschafft, auch gegenüber der Weltbank, der Europäischen Union, ein klares Zeichen zu setzen. Ja, wir haben jetzt hier also keine Präsentation und stellen uns jetzt einfach die Situation vor. Vorstellungskraft ist also gefragt. Unsere Bedingungen, unsere Lohnbedingungen sind sehr schlecht, wenn man sich die Umverteilung anschaut, wenn man sich anschaut, was produziert wird und was von diesem produzierten Reichtum beim Arbeitnehmer zum Schluss ankommt. Ja, die Techniker versuchen vielleicht hier noch den Laptop anschließen, dann könnte ich das Ganze noch etwas mit Bildern unterlegen. Aber das passiert auch in Chile, ab und an, dass die Technik versagt. Das ist also nicht nur ein Problem der ersten Welt. So, wir müssen also uns dieser Situation stellen. Okay, es gibt einen Lohn in Chile, der ist gesetzlich festgelegt, also eine Art gesetzlicher Mindestlohn. Hier haben wir einige Zahlen. Und hier wird gezeigt, was zum Schluss am Ende des Monats bleibt. 20 Euro Cent für eine dreiköpfige Familie. Das heißt, es sind Bedingungen,
wirklich die gerade genügen, um zu überleben. Aber diese 20 Euro Cent müssen auch noch dazu beitragen, dass man Bildung bezahlt, Gesundheit bezahlt. Das ist doch überhaupt nicht logisch. Wie soll man sich das vorstellen? Ja, das ist also der Ausgangspunkt für unsere Diskussionen untereinander gewesen. Wir haben also festgestellt, dass dieses Niveau das Ergebnis ist des neoliberalen Wirtschaftssystems. Warum? Weil zunächst erst einmal gibt es keine Verhandlungsmöglichkeiten. Also vor der Diktatur gab es noch die Möglichkeiten, einen Streik durchzuführen. Es gab eine Art Verhandlungsrecht, das war nicht verboten. Also gewerkschaftliche Organisation ist sehr schwer. Das heißt, die Tatsache, dass man Mitglied einer Gewerkschaft ist, macht es nicht unbedingt leichter für einen Arbeitnehmer. Wir haben also uns mit diesem Lohn beschäftigt, der wirklich also mehr als 1 Million von Arbeitnehmern betrifft, die de facto davon nicht leben können. Dann haben wir mit unserer Organisation und auch mit anderen diskutiert und haben ein nationales Manifest verabschiedet, ein nationales Abkommen für Demokratie, für soziale Demokratie, und zwar jetzt. Das heißt, es sind alles Bewegungen, die sich gegen dieses neoliberale System stellen. Wie Camila bereits sagte, da gab es ja andere, die politischen Gefangenen des Mapuche-Volkes, Studentenbewegungen, Arbeiter. Und wir sind also dazu gekommen und haben uns diesem ganzen Bastaya angeschlossen. Ja, jetzt müssen wir uns das einfach mal vorstellen, dass wir ein konkretes Problem hatten. Und hier sehen Sie das Problem. Hier ist also dass die Besetzung, die Erstürmung eines Hauses dargelegt. Das sind natürlich alles illegale Akte. Und der Innenminister hat per Gesetz sozusagen versucht, diesem Ganzen Einhalt zu gebieten, indem er androht, Menschen, die also ein Gebäude besetzen, ins Gefängnis kommen. Hier, da kommen sie, die Polizisten. Das heißt, unmittelbare Reaktion der Gewalt. Das heißt, es hat nur ganz kurz gedauert, bis sie da waren. Das nicht mal 30 Minuten. Und hier sieht man ganz gut im Film, dass hier nicht nur Arbeiter waren, sondern dass auch die Studenten mit Plakaten uns unterstützten, damit man sozusagen für Bildung nicht mehr bezahlen muss. Das wird also auf den Plakaten hier angemahnt, kostenlose Bildung für alle. Es gab also eine Bewegung auf der Straße, und das war zum einen aufgrund der Notwendigkeit, etwas zu tun. Ich hatte Ihnen ja eingangs die Lohnsituation dargestellt, und auch aufgrund der Unzufriedenheit. Es gibt ja verschiedene Strömungen innerhalb der Gesellschaft. Es gibt die Ursprungsbevölkerung, Studenten, Arbeiter. Also geht es für uns alle darum, zusammen etwas zu machen. Und der Schlüssel zu dieser ganzen breit angelegten Bewegung war die Politisierung. Das heißt, dass man dieses Denken in die Köpfe der Menschen hineinbekommt, dass man demokratisch, politisch denken und agieren muss. Und ein Vertreter der GEW sagte uns, dass es natürlich auch sehr schwierig ist, Menschen zu gewerkschaftlichem Engagement zu bewegen. Das sind ja unsere Partner in gewisser Weise in Deutschland, die GEW und unser Dachverband. Aber wenn all das zusammenkommt, was ich hier Ihnen eben dargelegt habe, diese Situationen, diese Notlagen und auch Streit, Diskussionen, dann fängt man an, das Modell in Frage zu stellen. Und der Standpunkt ändert sich. Und dann ist es auch eine Frage der Strukturen. Wie werden denn die Vertreter gewählt, Gewerkschaftsvertreter, Abgeordnete ins Parlament? Wie passiert denn das? Das gibt ja da eine Struktur, die hegemonial ist und die Rechte begünstigt. Das heißt, sie sind überrepräsentiert.
Und 20 Jahre lang gab es auch nach der Militärdiktatur diese ungleiche Verteilung und diese Hegemonie. Das heißt, man hat sich in diesen 20 Jahren zwischen den beiden großen Blöcken, der Mitte, dem Mitte-Links-Bündnis und der rechten Vereinigung, auch miteinander arrangiert. Und das zu Kosten der Grundlagen normalen menschlichen Lebens. Und nun beginnt also ein Erwachen. Das heißt, es soll keine neue Mehrheit geben. Wir wollen eine neue politische Kraft, die die Strukturen anpasst. Einen sozialen Staat, einen solidarischen Staat, der sich der Probleme annimmt. Ob er nun sozialistisch heißt oder nicht, das ist ja etwas anderes. Aber auf jeden Fall, wir wollen eine breite Mehrheit und nicht nur diese beiden klassischen Blöcke in unserem Parlament, wo Minderheiten auf beiden Seiten des politischen Spektrums von vornherein ausgeschlossen sind. Und das braucht natürlich strukturelle Reformen und Organisation. Und ja, weil Zeit auch Geld bedeutet, werde ich Ihnen jetzt noch einen Überblick geben, um Ihnen zu zeigen, was bei den Märschen passiert ist und damit wirklich auch vor Ihrem geistigen Auge ein bisschen Sie sich besser vorstellen können, was wir alles gemacht haben. Wir wissen noch nicht so genau, was passiert, in welche Richtung. Kapitalismus, Imperialismus, wird er auf unserer sozialen Bewegung lasten, wird er weiter lasten? Wir brauchen auf jeden Fall, um irgendetwas zu erreichen, eine breite Mehrheit, eine breite politische Mehrheit, um dieses Ganze aufzubrechen. Quisiera recalcar una cosa aquí. Einmal die lokalen Bürgerversammlungen, den runden Tisch für soziale Rechte, Mesa Social, der von Gewerkschaften angestoßen war. Diese aktuellen Organisationsformen, die sich jetzt im letzten Sommer entwickelt haben, sind ja schon alle auf große Bündnisse angelegt. Carol, kannst du uns ein bisschen den Hintergrund oder die Organisationsgeschichte von solchen sektorenübergreifenden Organisationsansätzen schildern? Hallo, billete soy. Ja, jetzt spreche ich auch gleich wieder Spanisch und danke im Vorhinein den Dolmetschern für die Hilfe. Ja, wunderbar, dass wir hier wirklich diese wunderbare Rundreise durch 13 Städte machen durften. Wir haben also wirklich verschiedene Perspektiven kennenlernen können. Was war also der Ausgangspunkt für die soziale Bewegung in Chile? Das haben wir also dargelegt. Was hatte die studentische Bewegung? Welchen Anteil hatte sie daran? Und was ist daraus geworden? Also das war ja Thema unserer vielen, vielen Veranstaltungen, die wir bei unserer Rundreise absolviert haben. Ja, ich möchte auf die Frage von Malte eingehen. Wie entstehen Bündnisse? Und wie schafft die Bewegung aufgrund der Historie es geschafft, diese Bündnisse zu schaffen? Wie meine beiden Vorredner bereits sagten, ist unser Land Opfer einer wirklich sehr blutigen Militärdiktatur gewesen, einer der blutigsten Diktatur, wirklich Pinochet, mit Pinochet an der Spitze. Und es gab also einen sozialen Entwicklungsprozess, bevor dieser Putsch passierte, unter Allende erste Bemühungen, einen sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen. Dann kam die Diktatur. Und die Diktatoren und die Militärs haben sich nicht nur damit begnügt, sozusagen zu eliminieren, zu foltern, Menschen verschwinden zu lassen, die dagegen waren. Sie haben noch mehr getan. Sie haben ein politisches Modell instauriert, ein kulturelles, wirtschaftliches und politisches Modell installiert, das sich
neoliberal nennt, angelehnt an das, was die Vereinigten Staaten von Amerika praktizieren. Das hatte natürlich politische Auswirkungen, vor allen Dingen im Bereich sozialer Entwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung. Das heißt, es gab ganz konkrete Fragen. Zum Beispiel, der Staat wurde aus sehr vielen grundlegenden sozialen Aufgaben herausgedrängt. Das heißt, Grundrechte wie Bildung und Gesundheit wurden nicht mehr garantiert. Rechte der Arbeitnehmer, das Recht der Arbeitnehmer auf gewerkschaftliche Organisation und auf Streik wurde abgeschafft. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Recht für die Entwicklung einer Gesellschaft. Der öffentliche Sektor verschwand quasi. Und das ist ja im Prinzip der Ansatzpunkt für uns, heute darüber nachzudenken, wie wir das wieder rückgängig machen können. Und noch etwas. Sie haben also nicht nur dieses neoliberale Modell installiert, sondern haben einen Tag bevor die Militärdiktatur fiel, ein Verfassungsgesetz verabschiedet. Und dieses Verfassungsgesetz, das also wirklich kurz vor Ende der Diktatur verabschiedet wurde, ist also das Gesetz, auf das man sich heute beruft, um den Bildungssektor zu privatisieren. Und das hat dazu geführt, dass es eine Bildung für Reiche gibt und eine schlechte oder gar keine für Arme. Es hat dazu geführt, dass wirklich eine große Ungerechtigkeit zwischen den Kindern, je nach sozialer Herkunft, entstanden ist. Und das Ganze wurde bis 2006 nicht so sehr wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Es war nicht so sehr sichtbar. 2006 mit der Schülerrevolution, der Pinguinrevolution, begann das Ganze sichtbar zu werden. Das hat etwas damit zu tun, dass also Schüleruniformen in Chile schwarz-weiß sind und dass alle Schüler in ihrer Schüleruniform protestierten, daher der Name Pinguin. Das heißt, man stellte erst einmal fest, dass ein Problem bestand, obwohl ja bereits vorher Bewegungen darauf aufmerksam gemacht hatten. Aber durch diese Revolution kamen bestimmte Dinge auf den Tisch. Und die kritischen Punkte wurden klar benannt. Angesichts dieser Tatsache hat sich die studentische Bewegung zunehmend mobilisiert. Das heißt, im Jahr 2009 begab es ja diesen nationalen Landeskongress für Bildung im Jahr 2009. Und auf diesem Kongress wurden also nicht mehr nur Belange von Studenten diskutiert, sondern auch andere, sondern wir haben im Prinzip verstanden, dass alle Menschen, die im Bildungssektor arbeiten, einbezogen werden müssen. Sie sind ja auch unsere Väter, unsere Mütter, unsere Brüder, unsere Schwestern, die ja aufgrund dieses Problems betroffen sind. Und deswegen müssen wir sie einbeziehen, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Bildung also als Ausdruck eines großen Unbehagens. Es gab 3000 Abgeordnete, es gab Studenten, Arbeiter aus dem Bildungsbereich, auch Mitarbeiter aus dem Bildungsministerium selbst, die auch nicht damit einverstanden waren, wie das im Bildungssektor abläuft in Chile. Das war also ein großer Kongress und im Anschluss entstand eine Bewegung mit einer gewissen politischen Reife. Das heißt, es entstand diese Forderung, eine kostenlose Bildung für alle muss möglich sein und muss jedem zur Verfügung stehen. Das war also 2009 und dann kam das Jahr 2010. Dann ist ja Chile von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Und es gab also Regionen, die sehr stark davon betroffen waren. Und die Studenten waren die Ersten, die reagierten, um auf die Katastrophe irgendwie zu reagieren. Die Studenten waren also die Ersten, um Abhilfe zu schaffen. Und heute gibt es nach wie vor Familien in Chile, die nach wie vor wirklich nur provisorische Behausungen haben, wo Wasser überall durchkommt, die noch keine Lösung, für diese Familien wurde noch keine Lösung gefunden, obwohl das Erdbeben schon 2 Jahre zurückliegt. Dieser Moment war also ganz ausschlaggebend, denn die Studentenbewegung hat ja auch gezeigt, dass sie durchaus in der Lage war, konsequent und gemeinsam etwas zu tun, was außerhalb der Universität stattfindet. Das heißt, es gab sehr viele
sehr viele freiwilligen Initiativen unter den Studenten, um wirklich auch Familien ganz konkret Hilfestellung zu geben. Es gab also ganz konkrete Aktionen. Und das hatte dann also auch Auswirkungen auf den Bereich der Besiedlungen bestimmter Regionen, also Siedler. Es waren also nicht mehr nur die Studenten. Und so entstanden soziale Beziehungen zwischen Akteuren, die vorher miteinander nicht zu tun hatten, Studenten und Siedler. Es geht ja nicht ja darum, dass man sich an einen Tisch setzt und sagt, so, heute reden wir mal über dieses und jenes. Nein, man muss über praktische Aktionen, durch gemeinsame, praktische, konkrete Aktionen, da entstehen Beziehungen, da entstehen Bindungen und da kann man auch konkret Menschen erreichen. Wie ich bereits sagte, hat die Diktatur sehr viele schweres Erbe hinterlassen, viele Tote, Verschwundene. Und nicht nur das, sondern das Modell und die Verfassung, die sozusagen unter der Militärdiktatur und die, ob Sie es glauben oder nicht, auch heute noch gilt. Das heißt, Chile hatte noch nie eine demokratische Verfassung. Das heißt, alles, was verfassungsgebend unterzeichnet wurde, geschah unter der Militärdiktatur. Das heißt, wir haben immer noch diese Verfassung und wir wollen uns immer als modernes Land in der dritten Welt darstellen, ein entwickeltes Land. Aber wir haben Gesetze, die unter der Militärdiktatur unterzeichnet wurden. Und diese soziale Bewegung hat das auch gezeigt. Und wir wollen damit auch zeigen, dass wir nicht mehr nur Opfer sind, dass wir uns der Dinge selbst annehmen. Wir wollen zeigen, dass wir nicht mehr Opfer einer Diktatur sind, sondern Opfer eines Modells, das es uns nicht erlaubt, gesellschaftlichen Wandel weiterzuentwickeln. Und wir müssen jetzt zeigen, wie man sich der Demokratie wieder bemächtigen kann. Wie holen wir sie uns zurück, die Demokratie? Wir brauchen sie. Und es wird zwar immer gesagt, dass wir sie schon haben, aber eigentlich müssen sie uns erstmal wiederholen, denn wir haben keine wirkliche Demokratie. Und das zeigt sich durch ganz konkrete Dinge. Die Privatisierung im Gesundheitswesen, die Privatisierung im Bildungswesen, die Privatisierung der Straßen, der Wassernetze, in der Einschränkung der Arbeitnehmerrechte, in den Verboten, sich gewerkschaftlich zu organisieren zum Beispiel. All das zeigt, dass Chile so demokratisch nicht ist. Es geht darum, dass wir zeigen wollen, dass wir nicht mehr nur, wir wollen Bildung für alle. Es kann nicht sein, dass wir für Bildung bezahlen müssen. Das ist schon schlimm genug, sondern dass sich aufgrund dieser Forderung ganze Familien verschulden. Und andererseits gibt es wirklich ganz niedrige Zinsen für Darlehen für Unternehmen. Und anstatt, dass man sozusagen Studenten unterstützt, dass sie sich für ihr Studium nicht zu sehr verschulden, nein, stattdessen gibt man den günstigen Zinssatz dem Privatunternehmen. Wenn man sich die Prozente da anschaut für diese Kredite, das ist wirklich. Und wenn man sich die Differenz anschaut und wenn man also das Steuersystem und auch das Kreditzinssystem reformieren würde, dann hätte man genug Geld, um all das andere zu bezahlen. Und dazu braucht es aber politischen Willen. Aber was will der Staat? Dem Staat ist es eher um das Wohlergehen seiner Unternehmen gelegen und nicht um das Wohlergehen seiner Bürger. Das ist also eine Schlussfolgerung. Und es geht also nicht mehr nur um politische Macht, sondern auch um wirtschaftliche Macht. Und 14 Familien haben sozusagen die großen Familien, Pineda auch, und das sind die gleichen, die sowohl in der Politik zu finden sind, als auch in der wirtschaftlichen Welt. Wenn man sich die Namen anschaut und die Verwandtschaftsbeziehungen, dann sind das 14 Familien, die unser Land regieren. Auch Kommunikation, Medien, ja, bis heute. Das heißt, alles wird kontrolliert von einigen wenigen. Und alles, was wir sagen, alles, was wir darlegen, das wird in den Medien überhaupt nicht oder ganz anders dargestellt. Das ist eine Realität. Das heißt, leider ist sie so, wie sie ist in unserem Land,
obwohl wir schon mehr als 20 Jahre die Militärdiktatur hinter uns gelassen haben, haben wir eine Situation, dass wir natürlich wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben. Das heißt, jeder hat versucht, 20 Jahre lang dem Rest der Welt nachzuahmen. Und wir haben uns wirklich in ein hochentwickeltes Land in den Augen vieler entwickelt in Lateinamerika. Aber wir sind der Vorreiter des Neoliberalismus in Lateinamerika. Und das hat dazu geführt, dass diese Gesellschaft tief gespalten ist. Das heißt, wir sind derart enthumanisiert, dass wir es nicht mehr so weiterführen können. Die Arbeiter zum Beispiel. 77% der Arbeitnehmer fühlen sich ausgebeutet, wenn mehr als 84% von Bürgern glauben, dass die wirtschaftliche Entwicklung sich überhaupt nicht in einem besseren Lebensstandard ausdrückt, jedenfalls nicht in ihrem Leben, dann ist da auch irgendwas nicht in Ordnung. Da muss man doch irgendwas tun. Das sind ja nicht nur Wahrnehmungen von Einzelnen, sondern von breiten Teilen der Bevölkerung. Und das kann man auch anschaulich in Grafiken darstellen. Wir können zeigen, wie exponentiell seit der Diktatur bestimmte Dinge angestiegen sind, die Ausgaben, die Verschuldung. Das heißt, zu Zeiten der sozialdemokratischen Regierung waren die Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaft am geringsten ausgeprägt. Und nun breitet sich die Schere immer weiter aus, exponentiell. Das heißt, die internationalen Organisationen, denn wir wollten ja natürlich den Wirtschaftserfolg von Chile zeigen, wir waren sehr stolz und hatten, dass wir gut bezahlt sind, dass wir einen guten Lebensstandard haben. Das war mal, das ist vorbei. Wir sind jetzt ganz weit hinten in der Tabelle. 2011 ist das Jahr, in dem sich sozusagen die Widersprüche sich zugespitzt haben. Vorher ging es darum, ja, wir haben demonstriert und haben zu einer Frau zum Beispiel gesagt, das kann doch nicht sein, dass ein Universitätsstudium doppelt so viel kostet, wie ein Arbeiter verdienen kann. Das kann doch nicht sein. Und das kann doch eben so wenig sein, dass jemand kein Einkommen hat und demzufolge theoretisch das Gesundheitswesen nicht nutzen kann, weil man alles bezahlen musste. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt war es so, dass die Menschen sich damit abgefunden hatten, sich damit eingerichtet hatten. Denn man muss ja auch sehen, dass die Diktatur auch psychologisch ihre Spuren hinterlassen hat und ganze Generationen von eingeschüchterten Menschen hervorgebracht hat. Aber das ist jetzt anders. Wir sind eine neue Generation. Wir wollen etwas Neues. Die Generation der 80er Jahre, die hatte ganz konkrete Probleme, die unmittelbaren Auswirkungen der Diktatur zu ertragen. Das ist eine Tatsache, das stellen wir auch nicht in Frage. Wir vergleichen nicht. Aber wir sind eine neue Generation und wir wollen jetzt vorankommen. Wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst, denn diese Angst lähmt uns nicht, sondern bestärkt uns eigentlich eher noch weiterzumachen. Diese Mechanismen, die sich entwickeln und entwickelt haben und die in ganz konkreten Aktionen Ausdruck finden. Das sind nicht nur einfach Aktionen sozusagen von Studenten oder Arbeitern. Nein, das sind viel breiter angelegte Aktionen. Auch die Kultur spielt eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, es geht hier nicht mehr nur um eine Demonstration. So wie Camila sagte, es gab ganz konkrete Forderungen, ja, aber die Demonstrationen waren auch mehr. Denn mehr als 1,5 Millionen Menschen haben daran teilgenommen und das bei 17 Millionen Menschen. Das ist doch ein Prozentsatz, der sehr hoch ist und das ist eine sehr breit angelegte und starke Bewegung. Die Zahlen belegen das.
und andere Aktionsformen sind entstanden. Die Volksbefragungen, die Volksabstimmungen, das heißt 2 Millionen haben demonstriert, damit Bildung kostenlos sein würde, damit Bildung keine Ware mehr sein darf. Und das sind also Forderungen, die also in dieser sozialen Bewegung entstanden sind und sich ausgebreitet haben. Und das hat natürlich die Bewegung geeint. Denn jede Strömung hatte natürlich ihre eigene Struktur, war organisch unterschiedlich entstanden. Aber wir fanden uns alle zusammen. Und in diese Richtung geht es weiter. Und es kam also der Moment, und das sage ich jetzt als Letztes, es kam der Moment, in dem wir feststellten, dass die Forderung nach einer kostenlosen Bildung nicht mehr ausreichte. Denn es nützt ja nichts, kostenlose Bildung zu haben und andere Bereiche liegen nach wie vor im Argen. Wir haben so viele Dinge, die nicht gelöst sind. Und es reicht nicht zu sagen, wir haben eine wunderbare Demokratie und eine wunderbare Situation für Bildung für alle. Nein, so ist es ja nicht. Denn die Regierung hat 23% Zustimmung, nur noch 23% Zustimmung. Das ist ja eigentlich eine der großen Errungenschaften unserer sozialen Bewegung, dass wir gezeigt haben, dass die Regierung in unserem Land eigentlich nicht mehr die Unterstützung der Bevölkerung hat, denn 23% trauen ihm nur noch über den Weg. Und das ist eine Errungenschaft. Die Bewegung hat sich also gesagt, es reicht nicht, Verbesserungen zu fordern des Bestehenden. Es muss mehr passieren. Das Modell muss geändert werden, reformiert werden von Grund auf. Und glücklicherweise diskutiert man gegenwärtig in Chile die Reform des Steuersystems. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass die 5% der Reichsten mehr als 80 Mal so viel wie die Armen verdienen oder dass sie weniger Steuern bezahlen wie arme Menschen. Das kann nicht sein. Das heißt, man muss die kostenlose Bildung und die Forderung flankieren mit der Forderung nach strukturellen Reformen und auch mit dem politischen Wahlrecht. Das ist wichtig. Sie müssen wissen, dass wir zwei politische Kräfte haben, Mitte Linksbündnis und Rechte. Und im Prinzip führt das dazu, dass diese beiden Blöcke sich einfach untereinander einigen und andere sind außen vor. Und im Prinzip geht das an der Mehrheit der Bevölkerung komplett vorbei. Das heißt, die Reform des Wahlsystems, das ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir unsere Forderungen auch durchsetzen können. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die chilenische Bevölkerung, die im Ausland lebt, dazu aufzurufen, aktiv mitzumachen, über Wahlbeteiligung zum Beispiel. Und eine weitere wichtige Forderung ist laut geworden, sie ist bereits gesagt worden, genannt worden, ist radikale die Verfassung ändern, die politische Verfassung, die noch aus den Zeiten der Militärdiktatur stammt, sie muss reformiert werden. Das ist wichtig, damit wir eben auch unsere Naturressourcen, natürlichen Ressourcen selbst nützen können für uns. Sie sind wichtig, damit wir unsere Menschenrechte auch finanzieren und realisieren können, das Recht auf Bildung, das Recht auf Gesundheit. Deswegen brauchen wir ganz, ganz dringend Maßnahmen, die also Schluss machen mit dem, was unter der Militärdiktatur verankert wurde in der Verfassung. Es darf nicht mehr sein, dass einige wenige Reiche die Geschicke unseres Landes lenken. Abschließend möchte ich sagen, dass unsere Bewegung eine Querschnittsbewegung ist, das heißt politisch-soziale Bewegung, eine Bewegung, die nicht scheitern kann, denn das chilenische Volk hat Fortschritte gemacht, ist sich darüber bewusst geworden, dass etwas passieren muss. Das heißt, es gibt einen neuen Frühling des chilenischen Volkes und wir wollen das chilenische Volk aufwecken, weiter aufwecken,
Das Erwachen war etwas ganz Konkretes, war ein Impuls, und jetzt haben wir die Verantwortung, daraus etwas zu machen, die Zukunft unseres Landes zu gestalten, aber nicht nur unseres Landes, sondern die Zukunft des ganzen Kontinentes und der ganzen Welt. Denn anderenfalls werden wir auch dieser weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise nicht Herr werden können. Vielen Dank. Auch wenn die Auseinandersetzungen in Deutschland lange nicht mehr so existenzielle Formen angenommen haben und auch Debatten um eine neue Verfassung und vieles andere mehr bisher hier nie die Rolle gespielt haben, denke ich, gibt es doch ein paar Sachen, die wir gemeinsam reflektieren konnten. Es gab in den letzten Jahren wirklich schwere Angriffe auf das Recht einer kostenlosen Bildung im Kontext der Debatte um Studiengebühren. Paula, wenn du die Berichte aus Chile hörst, wie würdest du das beschreiben? Was gibt es da an vergleichbaren Ebenen oder auch wo sind die Unterschiede einfach, um hier mal eine Diskussion weiterzuführen? Das ist natürlich jetzt ein bisschen undankbar, weil ich nicht berichten kann von Millionen Menschen, die auf die Straße gehen oder immer mehr Menschen, die sich politisieren und drüber nachdenken, ob Kapitalismus vielleicht doch nicht das ganz Gelbe vom Ei ist. Trotzdem, glaube ich, gibt es einige oder sind die Hintergründe von den Protesten, die wir jetzt in Chile erleben und die Situation, die wir hier im Bildungssystem, aber auch gesamtgesellschaftlich in Deutschland im Moment haben, doch schon vergleichbar. Und ich glaube, es gibt da auch einige Parallelen. Insbesondere, wenn man sich anguckt, dass wir hier eigentlich nach der Wende auch eine komplette Hegemonie, ideologische Hegemonie des Neoliberalismus haben, die sich natürlich auch massiv im Bildungssystem niederschlägt, wo wir jetzt in den letzten 15 Jahren den krassesten Umbau, die krasseste Umstrukturierung des deutschen Bildungssystems in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt haben mit der Bologna-Reform, aber auch natürlich mit den Auswirkungen der Krise, der internationalen Krise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise und so weiter, die wir auch hier in Deutschland erleben, ist, glaube ich, die Situation eine ganz vergleichbaren Stück weit, weil auch hier die, Merkel und die Regierung eine Politik machen, die nicht im Interesse von Studierenden, im Interesse von Lehrern oder der Bevölkerung, den Arbeitern ist, sondern eben im Interesse von einer kleinen Minderheit, die im Moment noch die Macht hat. Im Bildungssystem ist, glaube ich, so, dass das ist unfair einfach. Ich meine, wir sind als linke Aktivisten, so, wir wünschen uns natürlich alle, dass hier was passiert. So, und ist vielleicht auch genau die Frage, warum es hier nicht so ist. Weil ich glaube, von den Hintergründen ist ganz ähnliche Entwicklungen gibt. Wenn man sich die Bologna-Reform anguckt, die eine zutiefst neoliberale Reform der Hochschullandschaft hier in Deutschland ist, mit einer massiven Einführung von marktwirtschaftlichen oder Marktmechanismen, von Standortwettbewerben zwischen den Hochschulen, von Rankings, die zwischen den Hochschulen gemacht werden, Exzellenzinitiativen, eben auch der Einführung von Studiengebühren, aber auch der Demokratieabbau an den Hochschulen, aber auch gesamtgesellschaftlich, den wir in den letzten Jahren hatten, dass an Hochschulen mittlerweile ein Management sozusagen darüber entscheidet, welche Lehre und Forschung dort stattfindet und das auch immer mehr in Abstimmung macht oder mit immer größerer Einbindung von Wirtschaftsunternehmen macht, von Konzernen, von Banken, wie zum Beispiel hier an der Humboldt-Universität auch mit dem Google Institute, was halt eben Forschung macht im Internetbereich und eben von Google kofinanziert wird, die natürlich dann auch einen Finger darauf haben, welche Forschungsergebnisse veröffentlicht werden oder welche auch nicht. Auch mit der Deutschen Bank gibt es hier an der HU eine Kooperation, wo die auch sich immer mehr Rechte sozusagen und immer mehr Eingriff in die Hochschulen, in das Bildungssystem sichern. Und zuletzt ist, glaube ich, der größte oder wichtigste Aspekt der Bologna-Reform und der Umstrukturierung im Bildungsbereich über die letzten Jahre natürlich die Kostenreduzierung gewesen, die dadurch stattfinden sollte. Also die Regelstudienzeit, die jetzt total hart durchgesetzt wird, immer mit den Bachelorstudiengängen,
dient natürlich vor allem dazu, das Studium kostengünstiger zu machen, weil jetzt nicht mehr, oder was heißt, weil verhindert werden soll, dass Menschen, dass Studierende so studieren, wie sie es können, dass vielleicht Alleinerziehende oder Studierende, die schon Kinder haben, eben oder arbeiten müssen, weil ihre Eltern ihnen das Studium nicht finanzieren können, sich auch die Zeit dafür nehmen können, das dient der Kostenreduzierung. Genauso die Umstellung auf das Bachelor-Master-System, ein zweiklassiges Studium, wo eben für die Masse es um Employability geht und eben eine kostengünstige Ausbildung und man gleichzeitig halt einigen Menschen, die dann den Master machen können, eben die bessere Bildung, die teilweise eben Eliten- oder Exzellenzbildung zulässt, ist natürlich insgesamt eine zutiefst neoliberale Umstrukturierung und die hier über die letzten Jahre unsere Bildung ein Stück weit auch kaputt gemacht hat. Auch in der gesamten Gesellschaft, glaube ich, ist es so, dass das ja nur die halbe Wahrheit ist, dass Deutschland jetzt im Moment der große Krisenprofiteur ist. Also ja klar, Siemens, Telekom und die Deutsche Bank, die verdienen sich eine goldene Nase dabei, die in Griechenland runtergewirtschafteten Unternehmen oder privatisierten Unternehmen aufzukaufen. Das ist für die wahrscheinlich ein Jahrhundertgewinn so. Aber wahrscheinlich keiner von uns hier im Raum profitiert gerade von der Krise als deutscher Krisenprofiteur. Und im Gegenteil, Studierende, Arbeitende, vor allem aber auch Erwerbslose und die gesamte Bevölkerung hier zahlt natürlich auch mit für die Krise, die eigentlich von den Banken und Konzernen verursacht wurde. Und wenn es dann heißt, dass wir ja hier in Deutschland noch total gut dastehen und noch keine Kürzungen oder so haben und es hier noch überhaupt keine Probleme gibt, würde ich dem widersprechen wollen, weil es hier natürlich die Agenda 2010 gegeben hat mit der Einführung von Hartz IV, auch ein zutiefst neoliberales Produkt, was durch Lohnsenkungen und Lohndruck eben schon vorweggenommen hat, ein Stück weit die Prozesse, die es jetzt in Griechenland und auf der ganzen Welt gibt. Es hat hier 2010 fast unbeachtet in der Öffentlichkeit das größte Sparpaket in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Es hat hier gibt ja immer wieder auf kommunaler Ebene und Länderebene massive Kürzungen. Also hier im Bezirk Mitte, wo wir gerade sind, in Berlin, sind über die letzten 3 Jahre die Hälfte aller Stellen bei der Jugendbetreuung in Jugendclubs gestrichen worden. Und das, glaube ich, sind natürlich auch Symptome der Krise, die sich einreihen in eben weltweit Kürzungen und eine weltweite Politik, wo eben die Mehrheit der Bevölkerung zahlen soll für die Profite oder weiteren Profite von Banken und Konzernen. Und mit so diesem Hintergrund so ein bisschen auch und der Situation, die wir jetzt nochmal speziell im Bildungssystem haben, die Hochschulen, die hier schon seit Jahren eigentlich in einer sich immer weiter vertiefenden Krise sind, stecken, wo jetzt nochmal zusätzlich auch letztes Jahr oder ab letztem Jahr die Doppeljahrgänge kommen. Das heißt, dass hier durch die Schulzeit, Gymnasialzeit von 9 auf 8 Jahre verkürzt wurden und dadurch halt jetzt gerade in diesen Jahren immer sozusagen doppelt so starke Abiturjahrgänge an die Unis strömen, wo jetzt, ich glaube, auch dieses Jahr 2012 im Wintersemester der sozusagen größte Andrang stattfinden wird. Das führt dazu, dass es eine totale Überlastung von den Hochschulen gibt, weil da natürlich kaum irgendwie was nachgeholfen wurde. Das führt dazu, dass es mittlerweile eigentlich normal ist, ein Seminar mit über 100 Teilnehmern zu haben. Also nicht eine Vorlesung, sondern ein Seminar, wo eigentlich alle mitdiskutieren sollen und so. Und es führt natürlich dazu, dass die Betreuungsverhältnisse sich total verschlechtern und insbesondere Studierende oder junge Menschen, die aus sozial schwächeren Familien sozusagen kommen, die in ihr Studium vielleicht nicht einfach so finanzieren können, eben keinen Zugang mehr zur Hochschulbildung auch haben. Deshalb oder aus diesen Gründen hat es ja auch in den letzten Jahren große Proteste gegeben. Ich glaube, das sollten wir jetzt auch nicht vergessen. Es hat hier den Bildungsstreik gegeben, die Uni-Brennt-Bewegung, aber auch jetzt in den letzten Monaten einige Initiativen zu Occupy University. Hier an der HU zum Beispiel hat es da auch einige Aktivitäten gegeben. Und aber mit dem Bildungsstreik 2009, 2010 auch, ich glaube, sogar die größte Bewegung im Bildungsbereich seit 1968, bin mir nicht ganz sicher gerade, wo auch über 250.000 Studierende und Schüler bundesweit in über 100 Städten auf der Straße waren, wo in 100 verschiedenen Unis, in
im gesamten deutschsprachigen Raum, also vor allem in Österreich und in Deutschland, aber auch noch anderen Ländern in der ganzen EU, Hörsäle besetzt haben und wo es auch einen großen gesellschaftlichen Diskurs über die Krise des Bildungssystems gegeben hat und natürlich auch dann leider fast nur verbale Zugeständnisse der Politiker, dass ja Deutschland die große Bildungsrepublik sei und das alles so wichtig sei und man da auch große Probleme habe bei der Umsetzung der Bologna-Reform und da noch einiges angehen müsste. Viel ist da zwar auch nicht passiert, denke ich, trotzdem ist vielleicht auch ein Unterschied, den wir jetzt zu Chile haben, dass es trotzdem hier einige Erfolge gegeben hat, die einer potenziellen Bewegung vielleicht auch erstmal ein Stück weit den Wind aus den Segeln nehmen, zumindest auf den ersten Blick, weil wir hier eigentlich fast in der Offensive sind im Moment. Es gibt mittlerweile nur noch 2 Bundesländer, in denen es Studiengebühren gibt und das ist auf jeden Fall ein Verdienst der Studierendenbewegung und Bildungsproteste der letzten Jahre, dass jetzt auch letztes Jahr in Nordrhein-Westfalen die Studiengebühren abgeschafft wurden und mittlerweile sogar in Bayern diskutiert wird, ob man das nicht nochmal überdenken muss. Und das ist natürlich, also auf der einen Seite befinden wir uns dadurch ein Stück weit in der Offensive. Es hat auch noch weitere Erfolge gegeben, dass zum Beispiel der BAföG-Satz, wenn auch nur minimal, aber zumindest ein bisschen erhöht wurde, oder es ein Anpassen an die Inflation gegeben hat, dass es zumindest gesagt worden ist, dass eigentlich jeder und jede ein Recht auf einen Masterplatz haben sollte und so weiter. Trotzdem ist das natürlich auch was erstmal vielleicht auch ein Stück weit verhindert, dass jetzt neu oder erneut viele, viele Menschen auf die Straße gehen, um zu protestieren. Und ein weiterer Aspekt ist vielleicht auch, zumindest jetzt im europäischen Vergleich, dass es hier zumindest in den letzten Jahren kein großes, fettes Sparpaket im Bildungsbereich gegeben hat. Also zwar schon auf Länderebene in Hessen zum Beispiel, in anderen Ländern auch im zweistelligen Millionenbereich gekürzt wurde, aber es nicht den großen Angriff der Regierung oder sowas gegeben hat, wo dann die Reaktion drauf wäre, wir gehen jetzt auch auf die Straße und protestieren dagegen und versuchen das abzuwehren. Ich glaube, trotzdem ist eine große Parallele auch die Zustimmung, die, glaube ich, sowohl in Chile, haben wir das gehört, dass 80-90% der Bevölkerung dort auch den Bildungsprotesten zustimmen. Das ist hier auch was ganz Ähnliches, nur dass es vielleicht hier mit dem Bildungsstreik zum Beispiel auch fast zu weit gegangen ist. Das ist ein Stück weit natürlich auch eine Umarmung war, wenn dann auf einmal die Politiker sagen oder irgendwelche Leute aus der Wirtschaft sagen, ja, ihr Studierenden, ihr habt ja total recht mit dem, was ihr fordert. Es gibt ja tatsächlich noch paar Probleme und so, weil es eben der Radikalisierung, wie wir sie vielleicht auch gerade in Chile erleben, das eben so ein bisschen verhindert. Trotzdem glaube ich, dass die Situation im Moment hier schon so ist, dass wir ein Stück, nicht damit rechnen können, aber das ist nicht komplett aus der Welt ist, dass wir auch hier in den nächsten Monaten oder in der nächsten Zeit irgendwann ein neues Aufleben von Bildungsprotesten erleben, weil wie gesagt, die Krise der Hochschulen oder die Krise des Bildungssystems insgesamt verschärft sich immer weiter. Wir haben jetzt dieses Jahr die Doppeljahrgänge in Nordrhein-Westfalen, auch hier in Berlin, in Bremen, in Baden-Württemberg, wo eben ja wirklich genau doppelt so viele Abiturienten versuchen werden, einen Studienplatz zu ergattern. Nicht alle werden es schaffen, aber die, die es schaffen, sitzen danach in total überfüllten Hörsälen, können Seminare nicht machen, darüber dann ihre Regelstudienzeit nicht einhalten und werden dementsprechend, glaube ich, auch sehr frustriert sein davon, dass es eben auf der einen Seite immer das Versprechen gibt, wir sind die Bildungsrepublik und das ist alles so wichtig und wir kümmern uns darum, dass es besser wird, aber diese Versprechen überhaupt nicht eingehalten werden und da auch immer weiter eigentlich eine Frustration entsteht und das Vertrauen verloren geht, was natürlich auch dann nochmal einhergeht mit der Situation, dass in der Krise, dass in anderen Bewegungen, bei Stuttgart 21, bei den Protesten gegen Atompolitik und so weiter, immer deutlicher wird oder vielleicht auch immer mehr Menschen sich Gedanken darüber machen, dass das, was
was im Moment hier die Regierungen tun, nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung ist. Und jetzt für die kommenden Monate gibt es auch schon erste Vorbereitungen oder erste Initiativen für Krisenproteste oder Proteste gegen die Krise, auch mit einem sehr internationalen Blick, die hier in Deutschland vorbereitet werden, vor allem in Frankfurt. Und wir vom Studierendenverband Linke SDS zum Beispiel planen auch fürs Wintersemester einen Kongress, so ein bisschen wie den Bildungskongress vielleicht, um zu diskutieren, was für Möglichkeiten es jetzt auch gibt, vielleicht mehr in Bewegung zu kommen und mehr zu versuchen, auch wieder hier Proteste zu organisieren, Forderungen aufzustellen und eben zu verhindern, dass es ein weiteres Kaputtmachen von der Bildung und der gesamten Gesellschaft hier in Deutschland gibt, wo es natürlich auch sehr schön wäre, wenn ihr aus Chile vielleicht nochmal kommen könntet und uns weiter bereichern könntet. Das können wir ja dann noch sehen. Sagen die Solidaritätsdelegation nach Deutschland mal. Die Erfolge, denke ich, stehen völlig zweifelsfrei fest, insbesondere wenn es um Studiengebühren geht. Trotzdem, denke ich, sind wir uns alle einig drin, dass die Bedingungen, die Arbeits- und Studienbedingungen und Lernbedingungen an den Schulen sich in den letzten 20 Jahren sukzessive immer weiter und immer dramatischer verschlechtert haben. Ich nehme immer als ein Fallbeispiel gerne den akademischen Mittelbau, wo ich das relativ nah verfolgen konnte, unter welchen Bedingungen Leute an den Hochschulen arbeiten, sich abrackern zu völlig skandalösen Arbeitsbedingungen. Trotzdem würde ich sagen, dass unser akademischer Mittelbau nicht gerade den Kampf um ein besseres Bildungssystem anführt. Zumindest ist mir das selten aufgefallen. Andreas, von eurer Seite, GEW aus, die Schwierigkeit im Bildungsbereich gewerkschaftlich zu organisieren und dort vielleicht auch in einem politischen Sinne einzugreifen. Kannst du das mal von eurer Seite aus schildern, wie ihr das diskutiert? Ja, vielen Dank, Malte. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit nutzen, auch erstmal nochmal an der Stelle für die GEW, mich für die Gelegenheit zu bedanken, auch Gastgeber zu sein von den drei chilenischen Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, ihr habt gemerkt, wie ihr auch in der Lage wart, heute Abend und an vielen anderen Abenden so den Spirit einer jungen, frischen Protestbewegung nach Deutschland zu tragen und auch wie dringend nötig wir das haben. Also vielen Dank, dass ihr euch diesen Strapazen unterzogen habt und wir euer Gastgeber sein durften. Und ein bekanntes deutsches Nachrichtenmagazin hat ja berichtet über eure Reise mit der Überschrift »Lehre uns revoltieren, Kommandante Camilla«. Und ich will das gar nicht weiter kommentieren, aber ich denke, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu lehren, das ist genau das, worum es geht. Und dazu will ich auch abschließend nochmal 5 Thesen formulieren. Klar, jetzt kommt die Bildungsgewerkschaft, jetzt geht es ans Lehren und Lernen. Keine Angst, ich will 5 knackige Thesen formulieren, was aus meiner Sicht wir von den Erfahrungen, die ihr heute berichtet habt, in Chile lernen können. Und die erste Lehre aus meiner Sicht ist, wir haben es, und das hat auch meines Erachtens die Paula nochmal sehr schön herausgearbeitet, mit einer globalen Herausforderung zu tun. Zweifellos, was in Chile passiert, das ist eine ganz zugespitzte Form einer neoliberalen Umstrukturierung des Bildungssystems, eine ganz zugespitzte Form der Privatisierung, des Abbaus von Chancen, Gleichheit seit der Militärdiktatur unter Pinochet. Das ist eine ganz zugespitzte Form, das kann man nicht gleichsetzen mit dem, wogegen wir heute kämpfen. Dennoch gibt es einen globalen Trend in Richtung neoliberale Umstrukturierung von Bildung, in Richtung Privatisierung von Bildung. Das kann man am Beispiel Deutschland ebenso studieren. Das hat die Paula deutlich gemacht. Man kann in Europa auch nach Großbritannien blicken, wo es ja großen Unmut über eine drastische Erhöhung von Studiengebühren gab und natürlich überall auf der Welt auch. Beispielsweise auch in Lateinamerika, in Kolumbien, gibt es ja auch eine Bewegung von Studierenden gegen Privatisierung, gegen Erhöhung von Studiengebühren. Und es gibt auch globale Player.
Also das ist keine zufällige Entwicklung in Chile oder in Deutschland, sondern es gibt globale Player, die natürlich daran arbeiten, dass weltweit Chancengleichheit zurückgedrängt wird, Bildung abgebaut wird, Bildung privatisiert wird. Da kann man sich die OECD anschauen als einer dieser Player, die in ihren Studien, die regelmäßig vorgelegt werden, immer wieder empfiehlt, dass auch die private Beteiligung von Studierenden, von Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern steigen muss, weil ja angeblich eben die öffentlichen Haushalte leerer werden. Da kann man sich IWF und Weltbank anschauen, die ja seit den 60er, 70er Jahren von den Ländern, denen sie Kredite geben, radikale Bildungs- und Sozialabbauprogramme verlangen und auf diese Weise dann auch zur Privatisierung von Bildung beitragen. Und was wir im Moment in Europa im Zusammenhang mit der Währungskrise erleben, ist ja eigentlich genau das gleiche Muster, dass hier die Kreditgeber dann demokratisch gewählten Regierungen vorschreiben, wie sie Gelder einzusparen haben, dass in der Bildung zu sparen ist und dann sogar den Regierungen noch untersagen, das Volk zu befragen, wie es ja in Griechenland passiert ist. Das ist also genau das gleiche Modell. Man kann auch sich die Welthandelsorganisation, die WTO, anschauen, die schon Ende der 90er Jahre gesagt hat, Bildung ist eine Ware, eine Dienstleistung, die muss frei gehandelt werden, weltweit. Und deswegen darf es keine Handelshemmnisse geben. Ein Handelshemmnis ist zum Beispiel, dass ein Land sagt, wir finanzieren nur öffentliche Hochschulen und verweigern die Zuschüsse der privaten Hochschulen. Und das sind alles globale, internationale Akteure, die dazu beigetragen haben, dass wir es mit einer globalen Herausforderung zu tun haben. Und zu dieser ersten These ist also meine Schlussfolgerung, wir müssen diese globale Herausforderung auch gemeinsam annehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da komme ich zum zweiten Punkt. Globale Herausforderungen annehmen heißt, wir brauchen eine globale Bewegung gegen die Privatisierung der Bildung und für Bildung als Menschenrecht. Bildung ist ein Menschenrecht, das ist auch von euch klargestellt worden. Für den freien Zugang zur Bildung, von der Kita bis zur Hochschule, auch klare Absage an Gebühren und gute Bildung für alle. Das heißt, keine Unterschiede, keine Bildungsangebote erster und zweiter Klasse, wie ihr das in Chile mit den privaten und staatlichen Hochschulen und halbprivaten habt und wie es sich bei uns mit der Exzellenzinitiative ja auch versucht wird zu etablieren. Globale Bewegung heißt für uns als GEW, dass wir uns auch global engagieren. Wir sind Mitglied der Bildungsinternationale, Education International, La Internacional de la Educación. Das ist die globale Dachorganisation der Bildungsgewerkschaften und dort arbeiten wir zum Beispiel mit dem Colegio de Profesores de Chile auch zusammen und vielen anderen Gewerkschaften weltweit und nehmen also diese Herausforderung an und die Studierenden, Schülerinnen und Schüler haben das auch mal phasenweise probiert. Im Moment gibt es, glaube ich, keinen handlungsfähigen weltweiten Dachverband, aber zumindest auf europäischer Ebene gibt es diesen. Und das heißt für uns zum einen internationale Solidarität, wir unterstützen, weil ich vorher mal Kolumbien ansprach, nenne ich mal dieses Beispiel, in Kolumbien beispielsweise, wo ja eine ganz krasse Form auch der Verfolgung von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern stattfindet, dann die Kolleginnen und Kollegen dort. Es heißt aber nicht nur internationale Solidarität für uns, sondern auch eben an gemeinsamen Programmen gegen die neoliberale Umgestaltung des Bildungswesens zu arbeiten. So haben wir zum Beispiel bei unserer Weltkonferenz 2011 in Kapstadt in Südafrika, wir als GEW, dafür gesorgt, dass die Bildungsinternationale ohne Wenn und Aber zum Prinzip der Gebührenfreiheit des Studiums steht. Das war auch bei uns nicht ganz unumstritten. Also da, natürlich ist niemand Freund von Gebühren, aber es gab eben die Diskussion, gerade wenn man nach Chile schaut, wo die Gebühren von eines Hochschulstudiums über dem Monatseinkommen, dem durchschnittlichen Monatseinkommen liegen, gab es die Forderung, ist das jetzt nicht ein bisschen viel verlangt, die Gebühren gleich ganz abzuschaffen, reicht es nicht, die zu begrenzen, 20% der Kosten war ein Vorschlag, haben wir gesagt, langfristige, klare Forderung ist, Gebührenfreiheit ohne Wenn und Aber, so wie das auch zum Beispiel in der UN-Konvention für wirtschaftliche und soziale Rechte festgeschrieben ist. Darin, da dürfen wir nicht zurückfallen, dass schrittweise das Hochschulstudium gebührenfrei werden muss und da, wo es schon gebührenfrei ist und war, es gebührenfrei bleibt. Das haben wir also durchgesetzt. Und deswegen
globale Bewegung. Zur zweiten These sage ich, wir brauchen nicht nur chilenische, nicht nur deutsche, wir brauchen weltweite Bildungsproteste für das Recht auf Bildung, für gute Bildung, für alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da komme ich zum dritten Punkt. Und das waren schöne Fallbeispiele aus Chile und aus Deutschland, die zeigten, dass gesellschaftliche Widersprüche heute mehr denn je nicht nur oder vielleicht auch gar nicht mehr in erster Linie im Produktionssektor sich abspielen. So wichtig es natürlich ist, dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen von der Metallarbeitergewerkschaft zusammenarbeiten, sondern offensichtlich im Bildungs-, im Ausbildungssektor aufbrechen. Das ist ja das Interessante. Und zwar natürlich deswegen, weil die Bildung eine ganz zentrale Bedeutung hat. Nicht nur für die persönliche Entwicklung von Studierenden und Schülern, sondern auch für die Entwicklung einer Gesellschaft, die kulturelle Entwicklung, für die soziale Entwicklung, natürlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft. Und wenn nun das Bildungssystem nicht mehr funktioniert, sind davon nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden betroffen. Davon betroffen ist dann auch die Gesellschaft insgesamt. Und das merken dann auch andere, das merken Eltern, das merken Lehrerinnen, Lehrer, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Das merkt aber auch natürlich Teile der Wirtschaft von anderen gesellschaftlichen Organisationen selbst, dass sie sich sozusagen, dass sie selbst an dem Ast sägen, auf dem sie sitzen, wenn sie in der Bildung sparen. Und das ist, glaube ich, unsere Chance, hier auch zu politisieren. Wir haben hier eine subjektive Betroffenheit von Leuten, denen was weggenommen wird, wenn sie Gebühren zahlen müssen und keine Hochschulbildung bekommen oder nur eine schlechte. Aber wir haben auch insgesamt eine Gefährdung der gesellschaftlichen Entwicklung. Da muss man also nicht von Wettbewerbsfähigkeit reden, das lehne ich ganz klar ab. Aber es geht hier um die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft. Um beides geht es und deswegen ist hier mein Fazit, der Hörsaal, das Klassenzimmer, das ist die zentrale, das zentrale Kampffeld möglicherweise für soziale Bewegungen, Auseinandersetzungen im 21. Jahrhundert. Und dann bin ich beim vierten Punkt. Und das hatte ich gerade schon angedeutet, als von den Lehrerinnen und Lehrern die Rede war. Wenn ich das gerade so ein bisschen zugespitzt gesagt habe, der Hörsaal, das Klassenzimmer, lass uns dort tätig werden, dann heißt das natürlich nicht, dass wir die Bildungsprobleme dort lösen könnten. Sondern da bin ich ganz mit eurer Meinung, euren Argumenten teile ich, dass natürlich die Bildungsprobleme gesellschaftspolitisch auch gelöst und thematisiert werden müssen. Das geht nicht anders. Also wenn wir eine Unterfinanzierung der Bildung beklagen, dann geht das natürlich nur auf diese Weise zu lösen, indem wir dann auch über Steuer- und Finanzpolitik reden und darüber reden, wie kann es eigentlich passieren, dass hier in Europa, in Deutschland mal eben über Nacht 500 Milliarden Euro zur Rettung der Banken mobilisiert werden können im Eilverfahren, aber die notwendigen Rettungspakete für die Bildung, die viel billiger wären, da braucht man Jahrzehnte dafür und am Ende kriegt man sie doch nicht zustande. Das ist natürlich das Kernproblem, was wir dann ansprechen müssen. Und ja. Das heißt, Bildungsproteste müssen immer ausgehen von der subjektiven Betroffenheit, von den Studierenden, die im Hörsaal keinen Platz kriegen. Völlig richtig, ich glaube, so kriegen wir die Leute auch nur, ihnen zu sagen, es geht erstmal um euch, aber wir müssen dann aufsteigen, auch zu einer Diskussion über die gesellschaftlichen Widersprüche, die dazu führen, dass hier in Berlin Schulen und Hochschulen verrotten und in Frankfurt am Main, wo die GEW immer noch ihren Sitz hat, dann die Glastempel der Banken in die Höhe sprießen. Das ist sicher ein Kernwiderspruch. Fünfter Punkt und letzter Punkt. Und da komme ich jetzt in der Tat zu der Bündnisfrage. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir am meisten auch lernen können aus Chile, dass ihr eine wunderbare Bündnispolitik geschafft habt, dass Schülerinnen und Schüler und Studierende gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Hochschullehrern zusammenarbeiten, dass Eltern auf die Straße gegangen sind und auf die Kochtöpfe geschlagen haben, aber eben auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Beschäftigten, die Gewerkschaften von anderen Branchen. Und das ist sicher ein großer Erfolg. Und das ist die Herausforderung auch für Deutschland, das hinzukriegen. Das haben wir ja in Ansätzen schon geschafft, deutlich zu machen, dass es natürlich in Schulen und Hochschulen immer mal Konflikte zwischen Lehrern und Schülern, Hochschullehrern und Studierenden gibt, aber es auch eine Interessenidentität gibt. Und diese Interessenidentität bringen wir als GEW auf den Punkt mit dem Motto, gute Bildung, gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille.
Also, wenn die Hochschulen unterfinanziert sind, dann leiden darunter nicht nur die Studierenden, auch die Hochschullehrer, die Beschäftigten, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, den Mittelbau, den du, Malte, ansprachst, den wir als GEW vertreten, die leiden auch darunter, die leiden auch unter den Bologna-Reformen, wo ihnen zusätzliche Lasten aufgebürdet werden. Deswegen haben wir als GEW zum Beispiel mit der Initiative Templiner Manifest genau versucht, diesen Widerspruch auf den Punkt zu bringen. Wir fordern gute Bildung. Das funktioniert aber auch nur, indem wir gute Arbeitsbedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schaffen. In Deutschland ist von den 150.000 wissenschaftlichen Mitarbeitern, die wir haben, haben acht Neuntel einen Zeitvertrag. Und dieser Zeitvertrag hat überwiegend eine Dauer von unter einem Jahr. Das sind Daten, die wir dieses Jahr zutage gefördert haben. Und wenn man sich die vergegenwärtigt, dann wird völlig deutlich, dass darunter natürlich auch die Qualität der Bildung leidet, wenn man nach dem Hire-and-Fire-Prinzip die Dozenten austauscht. Und deswegen, genauso wie wir als GEW 2009 die Studierenden in den Bildungsprotesten unterstützt haben, genauso wichtig ist, dass dann auch die Studierenden, Lehrerinnen und Lehrer, Hochschullehrer in ihren Tarifauseinandersetzungen, in ihren Kämpfen unterstützen. Gute Bildung, gute Arbeit sind zwei Seiten einer Medaille. Wir brauchen ein Bündnis, eine Aktionseinheit von Schülerinnen und Schülern, von Studierenden, Lehrern, Hochschullehrern und den Beschäftigten in anderen Branchen, in Gewerkschaften. Das ist die fünfte Schlussfolgerung. Und damit bin ich auch schon beim Schluss angekommen. Ich möchte hier an das Motto anknüpfen dieser Veranstaltung. Wir können die Welt verändern. Also das kam mir natürlich in den Sinn, als ich hier vorher unten die Humboldt-Universität betrat und dieses denkwürdige Zitat in goldenen Lettern auf Marmor prangt, wo es heißt, dass die Philosophen die Welt interpretiert haben, dass es darauf ankommt, die Welt zu verändern. Wir können die Welt verändern. Ich glaube, wir müssen beides tun. Wir müssen sie interpretieren. Deswegen lernen wir voneinander. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, sie zu verändern. Vielen Dank.